Über ihn lässt sich mit Sicherheit eines sagen. Er ist besessen vom Fußball. Peter Bosch, holländischer Fußballtrainer, nein, Liebhaber, zurzeit in Diensten von Bayer Leverkusen. Peter war schon immer mit Fußball beschäftigt. Als Fußballer hat man ihm den Trainer schon angemerkt, weil er den Fußball, das Spiel analysiert und sich immer mit den Leuten unterhalten hat, die Ahnung von Fußball hatten. Schon in seiner Kindheit hat der kleine Peter nur das runde Leder im Kopf. Der heute 56-jährige Bosch wächst in einer fußballverrückten Familie auf. In der 150.000 Einwohnerstadt Apeldoorn. Unsere ganze Familie lebte Fußball. Ich selbst habe auch gespielt. Auch beim Essen ging es immer nur um Fußball. Das größte Talent bringt aber nicht Paul, sondern Peter Bosch mit. Und das erkennt einer seiner größten Förderer, Leo van de Kraats. Mit 16 holt er Bosch zum AchoVV nach Apeldoorn, macht ihn später zum Kapitän und Führungsspieler. Er regelte alles. Er war ein Spielführer und er hat alles gegen die anderen Spieler gesagt von du sollst dies, du sollst das. Und ja, das hat gut Effekt. Dus er war immer al ein Captain, ein Leiter. Bosch, der Boss. Eine Eigenschaft, die früh erkennen lässt, der Führungsspieler Bosch trägt das Trainergen in sich. The players know what to do. It's very clear. Wir Spieler wussten immer, was zu tun ist. Er war immer sehr gut darin, uns das zu erklären. Es hatte nie jemand ein Fragezeichen auf der Stirn. Wir wussten, wie wir verteidigen und wie wir angreifen sollten. Und heute spielt er noch immer denselben Fußball. And he still plays the same game as now. Fußball der Cruyffschen Lehre. Wenn man selbst den Ball hat, kann der Gegner damit nichts anfangen. Die Partie findet idealerweise in der Hälfte des Gegners statt. Holländischer Football total eben. Und das ist nicht nur ein oder zwei Sachen, das sind viele Sachen. Von Ball schnell laufen lassen, die Seite wechseln, hinter die Kette laufen, zwischen der Linie spielen und so weiter und so weiter. Peter is really a winner. Peter ist ein Gewinnertyp. Man sieht ihm das nicht immer an, aber ich weiß das von seinen Kindern. Wenn er beim Spielen mit ihnen verliert, dann wird er auch schon mal richtig sauer. He goes mad. Und doch ist der ganz große Erfolg als Trainer bislang ausgeblieben. Mit Ajax Amsterdam erreicht er 2017 die Vizemeisterschaft und das Finale der Europa League. Sein Empfehlungsschreiben für Borussia Dortmund. Doch dort wird er nach 5 Monaten entlassen. Alle machen Fehler, die habe ich auch gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir davon lernen. Und das versuche ich jedes Mal zu tun. Nur dann glaube ich, dass man ein besserer Trainer, besser Mensch auch werden kann. Bosch bekommt seine zweite Chance in Deutschland und nutzt sie. Bayer Leverkusen führt er in der Rückrunde 2018-19 vom Tabellenmittelfeld in die Champions League. Doch der Gewinnertyp Bosch will noch viel mehr. Sein großer Traum ist es natürlich, einmal Bondscoach zu werden. Ich halte das irgendwann für realistisch. Reflektiert, ehrgeizig, fußballbesessen. Die Grundvoraussetzungen bei Peter Bosch für eine große Trainerkarriere. Vielleicht kehrt der Apeldoorner ja eines Tages als Bondscoach in seine alte Heimat zurück. Dorthin, wo alles angefangen hat.